Guten Abend, meine Damen und Herren. Viele der DDR-Spielzeuge stehen nicht hinter Glas. In diesem Museum kann und soll nämlich vor allem gespielt werden. Und die Mama reinhängen. Ja? Na, was sind denn das überhaupt da hinten? Indianer und Cowboys? Ihr kennt wohl den Pinocchio? Ja. Ja, aber das ist nicht der Pinocchio, das ist der Buratino. Ein Kipper! Genau. Und wo kann man mit dem Kipper spielen gehen? Ich hab auch einen Kipper. Du hast so einen Kipper noch zu Hause, ja? Egal ob Kipper, Zeichentrick oder Spielfigur, die kleinen Gäste von Museumschef Marco Krogmann haben beim Rundgang durch das DDR-Kinderparadies schnell Feuer gefangen, auch wenn das Spielzeug, was es hier zu sehen gibt, deutlich älter ist als die Kundschaft. Marco Krogmann ist einer der Hauptinitiatoren, der das Spielen anscheinend nicht lassen kann. Das liegt vielleicht in der Natur des Mannes. Der wird wohl wahrscheinlich nie erwachsen werden. Und ein Stück nach dem anderen wird immer mehr. Dass es dann zu so einer großen DDR-Spielzeugsammlung gekommen ist, das kam einfach über die Jahre dann, weil man dann festgestellt hat, Mensch, in der DDR wurde doch sehr kreativ Spielzeug produziert. Aber spielen die Kinder heute auch mit dem alten Zeug aus der DDR oder ist es doch eher was für die großen Kinder? In der Spielecke des Museums haben wir eine versteckte Kamera installiert, um zu schauen, ob und vor allem womit gespielt wird. Nach 20 Minuten wollen wir wissen, woran die kleinen Testpersonen Spaß hatten. Wollen wir spielen? Das gefällt dir? Ja. Und was willst du damit spielen? Irgendwas mit Murmeln tauschen. Das Spielzeug ist ja relativ schön und ja, das gefällt mir. Und was baust du gerade? Wollen wir sowas wie einen Boden bauen. Und die großen Kinder, was haben die wieder entdeckt? Wir waren drei Kinder zu Hause und dann jeder wollte was haben. Und so viel Geld hat man früher auch nicht verdient. Und aber ein Puppenwagen mit einer Puppe, da habe ich mich gefreut. Und der steht auch da im Schaufenster noch. Also das Pferderennen, da kann ich mich noch gut dran erinnern, dass wir das früher oft gespielt haben. Diese Handwagen, die dort oben stehen, die kannte ich, da habe ich immer drin gesessen. Und mein großer Cousin hat mich immer damit durchs Dorf gezogen. Hier geht es nicht darum, um Vergleich zu machen, ob die Spielzeuge heute besser oder damals schlechter waren oder umgedreht. Hier geht es einfach wirklich nur darum, sich wirklich noch in seine Kindheit für einen Moment zurückzuversetzen. Wir haben hier nicht DDR-Fahnen, FDJ-Blusen oder Ähnliches aufgebaut, weil die politische Aufarbeitung, die überlassen wir anderen DDR-Museen. Einfach nur spielen also. Das können Sie auch im DDR-Spielzeugmuseum in Aschersleben. Geöffnet ist täglich außer montags. Rolle, 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 roll mein Ball, rolle, 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 roll mein Ball, rolle, rolle, roll mein Ball.